Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute seht ihr mal was Neues und zwar Assetto Corsa. Und mich, meine Hände hier, wo ist die Cam? Da ist die Cam. Mein geiles G27 Steuerrad und wir sitzen in einem Nissan 180 SX. Ein bisschen eine frisierte Variante, wie wir hier sehen, mit 470 PS, 640 Newtonmeter und nur 1145 Kilo. Das Ganze ist vom SP Mod Pack und wir sind auf der Shibuya Drift Strecke. So sieht das Ganze von vorne aus. Kann ich hier noch die Lichter anmachen, ganz geil. Und ich wollte euch einfach heute mal zeigen, wie ihr Driften lernen könnt. Ich habe selber mal nach ein paar Videos gesucht im Netz oder auf YouTube besser gesagt und es ist eigentlich noch ziemlich schwierig, was auf Deutsch zu finden, das einem auch wirklich weiterhilft. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache doch einfach mal selber hier ein Video, weil ich kann ein bisschen driften vom Real Life. Ich hoffe, die Polizei hört jetzt nicht zu, aber ja, ich habe da ein bisschen Erfahrung und hier im Spiel natürlich auch. Auch von früher noch, von anderen Games, aber hier mit dem Steuerrad ist das Ganze schon, ja, ganz schön geil, will ich einfach mal sagen. Okay, Leute, als erstes, was gibt es zu sagen zum Driften? Ich mach mal kurz hier die Innenansicht. Das Lenkrad ist übrigens auf 900 Grad eingestellt, also wie in echt. Ihr seht auch, es bewegt sich 1:1. Vielleicht habt ihr ein bisschen eine Verzögerung, weil meine Cam oder OBS nicht wirklich, ja, gut funktionieren. Keine Ahnung, wenn das so sein soll, Entschuldigung, aber es sollte eigentlich mehr oder weniger passen. Dann hier rechts unten seht ihr die Anzeige von Gas, hier Kupplung, das habe ich ihn abgewürgt, die Bremse. Ganz rechts ist noch das Force Feedback, also die Stärke des Steuerradwiderstandes oder wie man das nennen will. Und ja, okay, kommen wir nun zum Driften. Das erste, was es zu sagen gibt, es gibt eigentlich zwei Dinge, die man beachten muss oder wissen muss, bevor man das erste Mal quer fahren will. Und das wäre als erstes, die Vorderräder müssen immer in die Richtung stehen, in die man fahren will. Das heißt, egal wie quer der Wagen ist, egal wie schräg das Ganze wird, die Räder müssen immer dorthin gucken, wo man hinfahren will. Also das ist auch das bekannte Gegensteuern, ist nichts anderes als einfach nur immer gucken, dass die Räder in die Richtung schauen, in die man fahren will. Dann das zweite, das es zu sagen gibt, ist das Gaspedal. Ganz einfach, mehr Gas heißt querer fahren, weniger Gas heißt wenig querer fahren, also weniger Drift, wenn man so will. Das sind eigentlich die zwei Dinge, die man beachten oder wissen muss, bevor man driften kann. Und ja, was gibt es sonst zu sagen? Das werden wir sehen. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal los hier. Der Wagen klingt ganz sexy und ich würde sagen, wir fahren einfach mal los hier. So, aus der Box raus. So. Und ihr merkt schon, der Wagen ist ein bisschen überpowered, aber das macht gar nichts. Und ich würde sagen, wenn ihr beginnt zu driften, fahrt ihr einfach mal gemütlich so eine Strecke hier entlang in die Kurve rein und wenn ihr in der Kurve seid, drückt ihr mal aufs Gas und lasst den Lenker los und geht sofort wieder weg vom Gas. Also das heißt, in die Kurve fahren, Vollgas und sofort wieder weg und alles loslassen. Und ihr werdet sehen, der Wagen wird automatisch wieder gerade. Nochmal Gas geben und loslassen. Und ihr merkt, der Wagen korrigiert das Ganze von alleine. Seht ihr das? Ganz cool, einhändig könnt ihr das üben. In die Kurve reinfahren, Vollgas und weg. Schon habt ihr einen kleinen Drift. Klar, ich habe jetzt hier einen ziemlich starken Wagen. Wenn ihr einen schwächeren Wagen habt, müsst ihr halt ein bisschen mehr Gas geben, mit ein bisschen mehr Schwung kommen oder den Wagen ein bisschen ausholen, rein und dann aufs Gas latschen. Und ihr werdet merken, er kommt quer. Glaubt mir, er kommt quer. Ich fahre natürlich Heckantrieb. Ist für mich die, ja, wie soll ich sagen, einzige Variante zu driften. Das andere funktioniert zwar, macht auch Spaß, aber ist einfach nicht so geil wie hier mit Heckantrieb. So, und ihr seht hier, ganz cool, einhändig könnt ihr das machen. Einfach loslassen und ihr werdet sehen, das Steuerrad richtet sich gerade wieder und auch der Wagen
Seht, kommt automatisch wieder in die Spur. Also, was heißt, der Trick ist eigentlich beim Driften, ihr müsst das Steuerrad nicht die ganze Zeit festhalten. Ihr könnt es eigentlich immer frei laufen lassen. Aber ihr müsst wissen, dass ihr in den richtigen Momenten richtig zugreifen müsst. Also immer gucken, dass die Räder so stehen, wie ihr fahren wollt. Und hier, ja, ihr habt es gerade gesehen, musste ich das Lenkrad ein bisschen festhalten, weil wenn ich das nicht mache, in manchen Momenten, wenn ich ein bisschen schneller komme, dreht es mich. Oder der Wagen schlägt zurück und ja, das ist auch ein bisschen scheiße, dann fliegt man in die andere Ecke, in die man eigentlich gar nicht will. Und ihr seht hier, geht jetzt noch, aber wenn ich hier ein bisschen mehr bekomme, ja, jetzt schlägt der Wagen zurück und ihr habt das nicht mehr in der Kontrolle. Das heißt, wenn die Räder gerade stehen und ihr nicht mehr im Drift seid, dann müsst ihr das Lenkrad auch wirklich festhalten, so richtig festhalten. Ich mache es jetzt hier mit einer Hand, weil ich langsam unterwegs bin, nur um euch zu zeigen, dass eigentlich der Wagen vieles alleine macht und ihr mit dem Gas das Ganze kontrollieren könnt. Ihr merkt schon, wenn ihr mehr driften wollt, heißt das mehr Gas. Wenn ihr wieder gerade werden wollt, weg vom Gas. Einfach mal hier so ein paar Runden, ein paar Kurven drehen. Und einfach mal ganz cool, ganz gelassen. Hier mal auf die Kurven zufahren mit etwa 5000 Umdrehungen. Rein in die Kurve, in der Kurve Vollgas und loslassen. Weg vom Gas, weg vom Lenkrad. Gut, wenn ihr das einigermaßen im Griff habt, ohne euch zu drehen oder irgendwas, könnt ihr versuchen, wenn der Wagen rutscht in der Kurve, das Lenkrad loszulassen, aber nicht komplett vom Gas wegzugehen. Also das heißt, ihr fahrt hier in die Kurve rein, gebt Vollgas und dann geht ihr ein bisschen nur zurück vom Gas und versucht, den Drift zu halten. Ihr seht, am Lenkrad mache ich immer noch nichts. Ich lasse es einfach gehen, wie es gerade will. Und ihr werdet schon merken, der Wagen reagiert von selber. So, einfach immer versuchen, ein bisschen mehr. Und wenn das einigermaßen funktioniert, dann habt ihr das verstanden mit dem Gaspedal, dass ihr mit dem Gaspedal eigentlich lenken könnt, ohne groß das Steuerrad anzufassen. Und kommt ja nicht auf die Idee, irgendwie die Handbremse zu benutzen, weil die Handbremse ist eigentlich dazu gedacht, nur wenn ihr zu schnell in den Drift kommt oder wenn ihr irgendwelche Tandem-Drifts versucht, dass ihr nicht in eure Gegner crasht oder irgendwas. Aber ansonsten einfach nur über das Gas arbeiten und einfach ganz cool hier immer ein bisschen mit dem Gas spielen und versuchen, das Ganze in Balance zu halten. Wie gesagt, mehr Gas heißt quer, weniger Gas heißt gerade. Und dann könnt ihr hier schon ein bisschen hier rumdriften, ganz cool, einfach ganz locker versuchen. Wenn ihr das dann einigermaßen geschafft habt, dann könnt ihr als nächstes versuchen, mal hier in die Kurve, bis zur Kurve fahren, dann beide Hände nehmen, wichtig, in die Kurve fahren und das Lenkrad immer ein bisschen zu führen und so ganz vorsichtig beginnen. Und ihr werdet merken, ihr müsst gar nicht viel lenken. Viele Leute versteifen sich am Lenkrad. Das braucht es gar nicht. Einfach ganz locker das Lenkrad lassen. Ein bisschen in den richtigen Momenten daran ziehen, dass der Wagen wieder in die Spur kommt. Ja, eigentlich kein Problem. Rein, Kurve. Jetzt lasse ich einfach los hier. Klar, es sind jetzt noch nicht die perfekten Drifts, aber so könnt ihr lernen, ein Gefühl für den Wagen zu bekommen. Hier müsst ihr natürlich wieder gegenlenken und habt keine Angst, das Ding hier anzufassen. Wenn es rumschlägt oder gegenschlägt oder irgendwas, haltet das Ding fest und lenkt und macht immer in die Richtung, in die ihr fahren wollt. Das heißt hier jetzt auch um die Kurve rum, Vollgas, bisschen zurück vom Gas. Dann könnt ihr hier wieder Vollgas und ich halte den Lenker eigentlich fast nicht. Hier ein bisschen in die Kurve, jetzt war ich ein bisschen zu schnell auf die andere Seite. Immer dahin, wo ihr fahren wollt. Wie ihr hier seht, muss das Lenkrad kippen. Also besser gesagt, die Räder. Wenn ihr ins Schwanken kommt, einfach kurz vom Gas gehen. Ich bin hier die ganze Zeit im zweiten Gang.
Klar geht es schneller, geht es besser, geht es flüssiger, als ich es hier jetzt mache. Aber ich will euch einfach präsentieren, wie ihr eigentlich ganz einfach treten könnt. Das macht ihr dann immer mehr, Stückchen, immer mehr hier querfahren. Und mit der Zeit bekommt ihr von selber ein Gefühl, wie ihr am besten die Kurven driften könnt, wie ihr am besten hier querfahren könnt. Ja, und. Dann hier wieder eine Kurve reinfahren und Vollgas und das Lenkrad gehen lassen. Hier komme ich ein bisschen zu quer, muss ich ein bisschen gegenlenken, ein bisschen helfen. Und so könnt ihr das eigentlich hier ganz schön kontrollieren, bis ihr dann die perfekten Drifts hinbekommt. Und wenn das... Uppala! Klar, hier passieren auch mal Fehler. Und ja, wenn ihr das denn einigermaßen mal im Griff habt, können wir beginnen mit der Handbremse zu arbeiten. Das ist dann der nächste Schritt. Weil der dritte Schritt ist dann mit der Kupplung. Das heißt, wie soll ich das erklären? Mit einem Wagen, der nicht so viel Leistung hat, wie der hier zum Beispiel, könnt ihr vor der Kurve kurz kuppeln, Vollgas und die Kupplung loslassen und dann kommt er auch quer. Ihr seht, bei diesem Wagen, der bricht ein bisschen extremer, als wenn ihr das hier macht. Aber bei einem Wagen mit einer schwächeren Leistung, ja, ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Und wie gesagt, die Handbremse. Das heißt, ich habe jetzt die Handbremse hier auf meinem Schaltpad hier installiert, damit ich gut rankomme. Und die Handbremse funktioniert jetzt eigentlich so. Das heißt, ihr fahrt auf eine Kurve zu. Die habe ich jetzt verkackt. Ihr fahrt. Moment mal kurz, muss man da. So, ihr fahrt auf die Kurve zu. Kuppelt, drückt kurz die Handbremse und wenn ihr merkt, der Wagen kommt quer, gibt ihr wieder Gas und lenkt gegen. Das ist eigentlich die ganze Magie von einem Handbremstrift. Kuppeln, Handbremse und dann rum und wieder Gas geben. Das ist eigentlich die ganze Magie. Handbremse und rum. Und so weiter und so fort. Und mit der Zeit könnt ihr eigentlich, ja, die perfekten Kurven fahren hier. Einfach kurz antippen und rumrutschen. Wieder ein bisschen nachlenken, wenn ihr zu gerade kommt und dann gegenlenken. Und die ganze Zeit, ihr seht das rechts unten mit dem der Anzeige, wie ich mein Gas verdiene. Also das heißt, eigentlich bin ich die ganze Zeit ein bisschen am rumwiegeln und rumrutschen. Und dann mit der Zeit, ich fahre jetzt hier einfach ganz gemütlich, könnt ihr hier eure Runden fahren und immer mit dem Gas ein bisschen spielen, mit dem Lenker ein bisschen spielen, bis ihr hier einigermaßen schön eure gemütlichen Drifts hinbekommt. Und das ist natürlich nicht wirklich schnell, was ich hier mache, aber Driften, beim Driften geht es nicht um die optimalen Rundenzeiten, sondern um eine perfekte Linie. Das heißt hier, ihr könnt extrem gegenlenken natürlich manchmal, wenn ihr zu quer kommt, wie hier, könnt ihr das ein bisschen provozieren. Auf die andere Seite in einem Ruck und immer mit dem Gas ein bisschen spielen, hier wieder Handbremse und Gas. Und dann könnt ihr hier einfach mal rumschleudern. Ihr werdet sehen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber nach ein paar Stunden habt ihr das drauf. Der Wagen ist echt geil, merke ich gerade. Ich fahre ihn gerade heute zum ersten Mal, habe nichts an der Einstellung verändert. Und ich sehe, der macht schon ziemlich Bock. Muss man ja mal sagen. So, ihr seht, hier noch ein paar Kurven, Extreme Drifting, so, sehr gut, hier, die nehmen wir auch noch gleich mit, hoppala, so, und mit diesem Crash würde ich sagen, wir beenden das Video, hier nochmal kurz den Wagen, und ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt zum Driften. Wenn ihr noch andere Videos mit Drifting oder Racing oder was auch immer sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr ja, sonst irgendwelche Fragen habt,
Woppala! Das wird euch natürlich auch ganz oft passieren, dass ihr einfach mal hier im Kreis hier driften könnt. So, einfach mal eine kleine 8 hier driften. Und noch als kleiner Tipp, ich würde nicht allzu viel am Wagen umstellen, also in den Einstellungen umstellen, weil wir wollen es ja, wie gesagt, so realistisch wie möglich. Klar, es ist ein Spiel, aber wir wollen es einigermaßen realistisch haben. Und von daher würde ich sagen, verstellt nicht allzu viel. Die Driftwagen hier sind schon eigentlich sehr gut eingestellt. Das sollte eigentlich kein Problem sein, mit denen zu driften. Ihr seht, ihr müsst hier, ihr könnt eigentlich sogar sehr wahrscheinlich im dritten Gang noch, ja, im dritten Gang noch sehr gut quer kommen. Funktioniert, der hat genug Leistung. Und ja, ansonsten würde ich nicht allzu viel verstellen. Ich würde auch das vorher Feedback nicht zurückstellen, wie man es in vielen Videos hört. Weil, wie gesagt, ihr wollt ja ein realistisches, einigermaßen realistisches Fahrverhalten. Und wenn ihr komplett alles abschaltet und so, dann, ja, ich weiß nicht. Ist irgendwie nicht mehr so geil, wenn ihr alles einfach dreht, ja, ohne Widerstand, ohne gar nichts. Ich weiß nicht. Klar, ihr werdet nicht so müde und so, aber ich finde es eigentlich nicht wirklich geil. Ja, so viel zum dem Thema. Und gut, ansonsten, ja, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare oder gebt mir einen Daumen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, wäre ich sehr dankbar. Ansonsten lasst es bleiben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Jay, ciao! Ihr wisst, wie es läuft. Daumen nach oben, abonnieren drücken und wir sehen uns beim nächsten Video. Nochmal ein großes Dankeschön an euch Leute von mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt. Ich hoffe, es bleibt dabei und ich hoffe natürlich, es werden immer mehr. Und ja, von daher bis zum nächsten Mal und ciao! Ah.